Im Streit schlagen viele männliche arabische Flüchtlinge ihre Frauen, auch in Deutschland. Macht sie das unsympathisch? Ja klar. Und wie? Warum? Weil die sich so verhalten sollen wie wir auch alle. Warum greifen sie unsere Mädchen an? 1000 Jahre zurück sind die. Warum greifen sie unsere Mädchen alle an? Alle nicht, ist übertrieben. Aber das ist das, genau wir tragen unsere Taschen auch so. Warum? Weil wir auch Angst haben. Wir müssen zusehen, dass wir im Hellen nach Hause kommen. Haben Sie Erfahrung gemacht? Was habe ich? Haben Sie persönlich selber auch Erfahrung gemacht? Ich noch nicht. Kennen Sie jemanden? Ja, ich habe das so gehabt. Ich stand mit meinem Fahrrad an der Kreuzung und habe mein Schloss hinten drin. Da kamen 5 Jungs vorbei, aber auch Ausländische, haben das Schloss genommen, rausgeschmissen und auf die Straße geschmissen. Der andere hat das aufs Auto gekriegt. Ich meine, ich habe da nicht drunter gelitten, aber so ist es. Ja, natürlich. Warum? Ja, weil das ist keine Gleichberechtigung. Wir sind mit Gleichberechtigung groß geworden und das kann ich nicht akzeptieren. Und nur weil der Mann eben kräftiger ist, ist das kein Argument. Leider Gottes ist es ja in manchen Ländern so. Ich selber finde es nicht in Ordnung und man sollte die Männer dann vielleicht auch mal so behandeln, wie sie die Frauen behandeln. Ob das die Männer unsympathisch macht, wenn die ihre Frauen schlagen? Ja, natürlich. Männer? Nicht unsympathisch, aber unverständlich. Warum? Weil ich nicht verstehe, warum man schlagen muss. Man findet wahrscheinlich keine Worte. Haben Sie da schon Erfahrung gemacht? Persönlich nein, aber ich habe Afghanen als Nachbarn und Perser als Freunde. In den Familien selber nicht, aber ich habe schon gehört, wie in dem größeren Bekanntenkreis das passiert. Ja, das möchte ich nicht. Das sollen die Männer nicht machen. Warum nicht? Na, die können doch die Frauen nicht schlagen. Das geht doch gar nicht. Aus der Stadt sind wir nun raus, ne? Dass wir uns schlagen lassen hier, ja. Nix. Nein. Lassen wir uns nicht mehr gefallen. Wir auch nicht. Auf jeden Fall, ja. Warum? Überhaupt, generell. Warum sollte man jetzt Frauen oder Kinder schlagen und die sich wahrscheinlich auch nicht so gut wehren können? Ich bin der gleichen Meinung, ja. Und nur weil der Mann eben kräftiger ist, ist das kein Argument. Leider Gottes ist es ja in manchen Ländern so. Ich selber finde es nicht in Ordnung und man sollte die Männer dann vielleicht auch mal so behandeln, wie sie die Frauen behandeln. Ob das die Männer unsympathisch macht, wenn die ihre Frauen schlagen? Ja, natürlich. Männer? Nicht unsympathisch, aber... Ist das, genau wir tragen unsere Taschen auch so. Warum? Weil wir auch Angst haben. Wir müssen zusehen, dass wir im Hellen nach Hause kommen. Haben Sie Erfahrung gemacht? Was habe ich? Haben Sie persönlich selber auch Erfahrung gemacht? Ich noch nicht. Kennen Sie jemanden? Ja, ich habe das so gehabt. Ich stand mit meinem Fahrrad an der Kreuzung und habe mein Schloss hinten drin. Da kamen 5 Jungs vorbei, aber auch Ausländische. Im Streit schlagen viele männliche arabische Flüchtlinge ihre Frauen, auch in Deutschland. Macht sie das unsympathisch? Ja klar. Und wie? Warum? Weil die sich so verhalten sollen wie wir auch alle. Warum greifen sie unsere Mädchen an? 1000 Jahre zurück sind die. Warum greifen sie unsere Mädchen alle an? Alle nicht, ist übertrieben. Aber das ist, haben das Schloss genommen, rausgeschmissen und auf die Straße geschmissen. Der andere hat das aufs Auto gekriegt. Ich meine, ich habe da nicht drunter gelitten, aber so ist es. Ja, natürlich. Warum? Ja, weil das ist keine Gleichberechtigung. Wir sind mit Gleichberechtigung groß geworden und das kann ich nicht akzeptieren. Unverständlich. Warum? Weil ich nicht verstehe, warum man schlagen muss. Man findet wahrscheinlich keine Worte. Haben Sie da schon Erfahrung gemacht? Persönlich nein, aber ich habe Afghanen als Nachbarn und Perser als Freunde. In den Familien selber nicht, aber ich habe schon gehört, wie in dem größeren Bekanntenkreis das passiert.